So, da sind wir wieder zurück zu Three Kingdoms mit Khonron. Wir belagern gerade Tao Tian. Einfach nur um. Ich glaube, das ist ein Stadtstaat. Also, ich glaube, die haben nicht sonst nicht mehr. Haben aber eine Armee drin. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ansonsten, wenn die halt fallen und wir die Stadt einnehmen, haben wir A natürlich eine Fünferstadt mehr. B haben wir dann eine direkte Grenze zu Liu Dai. Das heißt, und die haben ein Handelsbündnis. Sie haben mit zwei Handelsbündnisse und können auch nur zwei haben. Und eins davon ist mit Tao Tian. Das heißt, wenn wir das zerstören, den Stadtstaat, also wenn es ein Stadtstaat ist, ne, dann versuchen wir natürlich sofort in das Handelsbündnis reinzukommen und dann gibt es Geld. Das ist die ganze Idee da dran. Ja, ansonsten, ich glaube, hier brauchen wir noch einen Handelshafen, das dauert noch ewig. Hier noch eine Runde im Beihai. Die Nutztierpferdchen, also auf Deutsch den Nutztierhof, hauen wir eins hoch. Warum? Weil uns halt eine Nahrung fehlt. Eine Nahrung kriegen wir noch dazu. Dann können wir hier nämlich die also unsere große Ortschaft in der Kleinstadt verbessern. Dann kriegen wir Mauern, dann kriegen wir einen Bauplatz mehr und dann jetzt auch hier langsam ein bisschen voran. Ja, großdiplomatiemäßig können wir eigentlich nichts machen. Frieden können wir nicht schließen. Wir haben übrigens drei Kriegsgegner im Moment. Ne, vier sogar. Han Kaiserreich ist noch mit dabei. Aber die gehören halt zu Don Ming. Deswegen ist der Kriegsgegner für uns halt nur Don Ming. Ne? Weil mit einem Vasallenstaat könnt ihr halt über Frieden nicht verhandeln. Das entscheidet immer quasi der Herrschaftsstaat ganz oben. Yuan Shan, die nerven mich ein bisschen. Aber es ist alles schon auf vielleicht. Ne? Also es ist alles nicht weit weg. Immerhin. Ja, und Yuan Shan ist halt hier drüben, komplett. Mit denen Frieden zu schließen und mit denen dann noch Handel zu treiben, das wäre eigentlich, sagen wir mal, die Option, die ich haben will. Welche Armee hat er? Er hat nämlich gerade aufgebaut und auch die Garnison hat sich gerade wieder verbessert, weil er hat die Stadt selber gerade eingenommen. Und das ist halt nämlich genau der Punkt, da wollte ich ja halt zuschlagen, dass er sich nicht wieder voll heilt, weil dann hätten wir wahrscheinlich gar keine Chance gehabt. Wir sind nämlich auch nicht ganz geheilt, aber es muss reichen. Unsere Heerführer sind ja leider ein bisschen halb tot. Seine halt halten noch mehr aus, unsere sind aber höheres Level, also keine Ahnung. Wir belagern, diese Runde passiert noch nichts damit. Nächste Runde hungern wir sie aus. Liu Bei läuft auch schon in die Richtung. Ich weiß nicht, wo er genau hinlaufen möchte. Wahrscheinlich hätte er sonst Tao Qian eingenommen. Don Ming will Frieden, aber dafür müssten wir uns erstmal 1000 zahlen und dann 375 jede Runde. Will ich nicht. Don Ming hat eigentlich im Moment nichts zu sagen. Die haben zwar eine Armee, die auf dem Fluss rumgefahren ist, die auch ziemlich stark aussah, aber ich weiß nicht, ob die unbedingt zu uns fährt. Genau. Und die kommen jetzt raus, sozusagen. Würden wir verlieren, deswegen müssen wir sie selber schlagen. Und das wird eigentlich die nächste harte Schlacht. Aber wenn wir sie gewinnen, die Garnison kämpft ja mit, dann ist die Stadt quasi unbewohnt. Also dann können wir einfach nur ganz normal reinlaufen in die Stadt und die Stadt vernichten. So, jetzt kommen wir wieder die typischen moralischen Sachen. Noch nehmen wir auf, noch ist okay. Also bei diesen Ladedingern ist ja manchmal so, dass irgendwie das dann stehen bleibt oder sowas. Da entschuldige ich mich jetzt schon mal vorhin dafür. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und jetzt sagen wir sogar alle dreimal was. Wahnsinn. Harmonie erreicht man durch Überwinden von Widrigkeiten. Sämtliche Beleidigungen werden jetzt beglichen. Aha. So, sorry Jungs, da geht's weiter. Hoi, was haben wir denn hier? Also, der Gegner kommt von oben. Ich muss uns auch aus der Vogelkameraperspektive das alles angucken. Der Gegner steht hier hinten. Wir haben sehr viel Waldgebiet. Und gehen wir mal wieder in die taktische Karte rein. Beziehungsweise, nee, seine Verstärkung kommt von oben. Hier, der wird schon trotzdem hier sein. Also von oben zu kämpfen ist natürlich immer am sinnvollsten. Wo können wir denn aufstellen? Ach, wir können hier aufstellen und dann hier oben uns in den Wald reinziehen. Ich denke mal, das werde ich machen.
uns. Dann werden wir die eine. Also das wird es hier auf jeden Fall mehr erfordern. Mehr Geschick erfordern. Ja, Kavallerie. So, ich nehme immer die weite Formation bei der Kavallerie. Einfach nur, damit sie dem Bodenschützen mehr gefeilt sind. Dann haben wir unsere Bodenschützen. Ja, wir können die auch hier erstmal hinstellen. Ja, auch bei Bodenschützen ist es eigentlich sinnvoll, dass wir das relativ weit fassen. Wo es bei Bodenschützen ist, gar nicht so sinnvoll, weil die meisten nicht angegriffen werden. Bei Bodenschützen lieber dünne Reifen, dünne Reihen und lieber auf Länge, damit sie A, einen höheren Radius haben, rechts und links, ne, was sie hinfeuern können, als wenn ihr jetzt nur zwei Bataillone habt, die sozusagen da hinten sind. Und B, die hinteren Reihen schießen natürlich nur dann, wenn sie auch vorne Gegner sehen. Und wenn ihr natürlich die hinteren Reihen hier hinten irgendwo habt, dann schießen sie erst ab hier. Jetzt die vorderen Reihen schießen sozusagen, die schießen quasi früher. Macht natürlich auch irgendwo Sinn. So, das ist meine neue Nummer 4. Und der Rest, im Grunde genommen, so wie er da steht. Ja, aber euch mache ich mal ein bisschen breiter, damit ihr einfach länger durchhaltet. Und das ist meine neue Nummer 3. So, Freunde. Im Grunde genommen geht es nicht anders, außer dass, genau, dass ihr euch irgendwie... wie ihr reinbewegt, dann machen wir die Aufstellung starten, machen sofort Pause und dann geht es darum, wo sind sie denn? Da unten sind sie. Okay, das ist ja schon mal super. Dann, wir werden uns auf jeden Fall hier drinnen kämpfen müssen. Dann machen wir hier ruhig und Cavalry nochmal außen hin. Okay, das kann erstmal ein bisschen dauern, bis die Leute von A nach B laufen. Schönes Territorium eigentlich. Ja, ich weiß. Meistens wartet der Gegner auch ab, bis die feindliche Verstärkung noch da, also bis die Verstärkung noch da ist und greift dann zusammen an. Ja, und wir werden jetzt auf jeden Fall, also was ist im Wald? Warum bin ich jetzt im Wald gegangen? Ganz einfach, die Gegner sehen euch nicht im Wald. Also sehe euch nur sehr spät im Wald. Übrigens, unten der Balken, wie es im Moment aussieht, sieht im Moment relativ kacke aus. Das ist die Truppenanzahl. Verbündete, 2700 von 3900, 1200 hätten wir eigentlich mehr haben können, ne? Und der Gegner nur 900 mehr haben können. Eieieiei. Also wir sind 800 Leute hinten im Moment. Ungefähr. Natürlich nicht so gut. So, guck mal, wir laufen im Moment ein bisschen rein. Ah ja, wir können natürlich auch wieder hier die Duelle ausschalten. Durch ihn, glaube ich, er könnte fast ein Duell gewinnen. Naja. Gucken wir mal. Er ist, glaube ich, ein Bodenschütze, ne? Er ist ein Plänkel-Modus. Er hält immer sicheren Abstand. Ich lasse sie erstmal ein bisschen aufstellen und dann nehmen wir die Schlossen vor. Das ist schon fast so der Fall. So, hier steht es auch, im Wald verstärken Fernkampfresistenz und deswegen geht man auch gerne in den Wald. Um halt einfach die gegnerischen Bodenschützen nicht ranzoomen zu lassen, dass die halt mit ihren Pfeilen sozusagen nicht so viel treffen. Gleiche gilt natürlich für sie. Das heißt, sie versucht eigentlich immer vom Wald heraus zu feuern aufs offene Feld. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig. Aber sie greifen uns ja an. Das musst du auch überlegen. Ne? Sie greifen uns ja an. Das heißt, die werden auch kommen. So ist nicht. Im Moment laufen sie auch noch. Im Moment stellen sie sich auch nur auf. Schweigt und sterbt. Ja, und so richtig im Wald stehen wir ja gar nicht. Achtung! So, wo wollen wir kämpfen? Können wir eigentlich nochmal kurz Pause drücken? Ich mag es eigentlich nicht so sehr, Pause drücken in den Schlachten, aber noch können wir unsere Formation ändern. Ja, eigentlich wäre es perfekt gewesen, wahrscheinlich hier aus dem Wald heraus uns hinzustellen. Können wir eigentlich auch machen. Ich glaube, die Zeit dafür haben wir vielleicht sogar noch.
Die Kavallerie verstecken wir auch auf jede Fälle im Wald. Aber ihr seht schon, da hinten waren jetzt Planker zum Beispiel. Deswegen verstecken wir die Kavallerie mal hier im Wald. Wir müssen natürlich gucken, wie wir die Kavallerie einsetzen. Am besten halt wieder mal den die Boden schützen. Damit halt nicht so viel im Pfeilhagel kommt. Und dann von hinten in die Einheiten reinrennen. Das macht auch so unglaublich viel Sinn. Aber die haben halt relativ viele dieser komischen G-Infanteristen. Und auch Speerwachen. Aha, und da haben wir aber die gegnerische Kavallerie. Auf der Flanke haben wir nichts an Antikavallerie. Das ist natürlich ganz schlecht gelaufen. Wir müssen auf jeden Fall mit unserer Kavallerie dahin. So, und ich glaube, wir stehen ein bisschen scheiße. Wir müssen uns mal so ein bisschen schräger hinstellen. Genau, unsere Kavallerie hinten ist noch gut dran. Der Führer auch noch. So, und jetzt müsste es eigentlich losgehen langsam. Sind sie fast in Reichweite. Und jetzt laufen sie eigentlich durch dieses offene Feld durch. Das, was ich eigentlich gehofft hatte. Die Kavallerie vom Gegner geht außen hin. Das ist schon mal sehr gut. Sie haben Feuerpfeile. Na, drauf ballern, Jungs! So, wir nehmen unser Kavallerie mit drauf. So, und hier gehen wir jetzt natürlich auch volle Kanne auf die Einheiten. Die rennen hier unten durch. Kommt, das kennt ihr gewiss besser. Würde man Kriege doch mit Worten gewinnen. So, jetzt ganz wichtig, mit unseren Armbrustschützen nicht... So, und das habe ich jetzt zum Beispiel nicht verstanden. Warum gehen die da nicht drauf? So, ihr müsst jetzt auf jeden Fall hier... Ich weiß das doch, Mensch. So, auf jeden Fall können wir im Moment eine ganze Menge... Schaden austauschen. Im Moment haben wir noch der ganze... Kavallerie rennt noch mal weg, weil die eine Kavallerie den nämlich echt zusetzt. Ach du Scheiße, wir müssen auf jeden Fall den Typen hier umbringen. Das wäre unglaublich wichtig. So, da ist ein Riesenpult. Und da müssen wir reinballern. General war uns nicht gewachsen. So, feindlicher General tot. Sehr gut, wir müssen aber erstmal die Kavallerie jetzt töten. Schwertkämpfer bereit! Schwerter zücken! Antreten, Schwertkämpfer! Schwerter bereit! Zeigt keine Gnade! Im Eintempo! Achtung, Krieger! Aufpassen! Trefft euer Ziel!
Die feindlichen Krieger rennen. Das ist natürlich gar nicht so schlecht, Jungs. Kommt, jagt den nochmal kurz ein bisschen hinterher. Oh, einer von uns rennt weg. Jetzt müssen wir natürlich auf die gegnerischen Heerführer gehen. So, das ist erstmal jetzt vollkommen Latte. Den Männern fehlt Munition. Sie können nicht feuern. Dann in den Kampf für uns. So, haben wir noch Kavallerie? Ja, haben sie da noch Kavallerie? Das ist ja in die Mütze hier. So, Jungs, und ihr sollt da rein. Ihr sollt da auch. Wir müssen auf die Heerführer. Das ist die einzige Bedrohung, die es noch gibt, eigentlich. Und ihr seht schon, wenn die Munition aus ist, dann wird es auch echt ein bisschen nervig. So, alle da drauf. Bogenschützen sollen hinten nochmal drauf gehen. Gewonnen haben wir, aber wir werden jetzt auf jeden Fall noch einen Heerführer platt machen müssen. Gibt's beide Kavalleristen noch? Hör uns, Tom, wir hauen hier immer irgendwie Flächenschaden rein. Okay, das bringt natürlich den einen Typen immer nicht so viel. Wer flieht denn jetzt noch? Einen anderen General werden wir wahrscheinlich, den Hauptgeneral werden wir wahrscheinlich nicht mehr bekommen, aber ihn ja noch. Er hat noch 269 Leben, der General war uns nicht gewachsen. Wir rennen ja trotzdem noch hinterher. 14.000 Leben, das ist natürlich noch was. Und der rennt jetzt bergauf uns einfach weg, oder was? Bis wohin darf er denn? Ach, bis hier oben. Na gut, nee. Der wird entkommen, leider Gottes. Na gut, aber wir haben es gewonnen. Das war das Wichtigste. Wir haben es gewonnen. Und wir haben zwei Generäle platt gemacht. Das ist eigentlich mit das Wichtigste, weil dann auch die Armeen natürlich von den Generälen weg sind. Aber er ist nicht umgekommen. Also die Armee ist nicht komplett zerstört worden. Aber ihr seht schon selbst, also da muss man erstmal durchsehen. Und es war knapp. Und so viele Bataillone von uns hatten auch kein Leben mehr fast. Also, huiuiuiuiuiuiuiui. Wir können sie jetzt natürlich weiter belagern und damit weiter nochmal dezimieren oder wir können sofort angreifen. Das werden wir einfach mal entscheiden, ob was das Schlachtgefühl sozusagen ausmacht. So, ich glaube, jetzt hört er mich eigentlich wieder. Mal gucken, was jetzt passiert. Zwei Generäle haben wir umgebracht, das ist schon mal wichtig. 1200 verloren, 2500 verloren. 7% Nachschub, aber wir sind auf feindlichem Gebiet, deswegen müssen wir das Lösegeld nehmen. Sind natürlich auch aufgestiegen, weil wir gewonnen haben. Das ist natürlich super. Und er lebt halt noch. Das ist das Problem. Kakao hat Don Ming einen Frieden unterzeichnet. Ui. Zhanyan hat mit Don und Zhan Krieg gemacht. Oder Krieg angeschlossen. Gao Gao mit Han Fu. Han Fu hat mit Lian. Ach du großer Gott. 1500 kriegen wir jetzt 10% mehr Nachschub. Erhöhte Rekrutierung. Jawoll! Das ist natürlich nicht schlecht. So, jetzt können wir uns natürlich nochmal weiterentwickeln. Stufe 3. Was kann er denn, Stufe 3? Verstärkungsreichweite nur mal kommandieren, hat aber an Ermutigen. Diese Einheit erteilt Verbündeten in der Nähe einen Moralbonus. Nicht so schlecht. Aber eigenes Gefolge, mehr Laufgeschwindigkeit. Finde ich auch immer nicht schlecht. Der Herbst bringt nicht den Tod. Und mehr Autorität, also mehr Zufriedenheit. Was würde danach dieser Effekt? Angriffsresistenz. Erdwall, passiv oder was auch noch. Passive Stärkung. Und Chance auf einen Hinterhalt. Wir müssen das hier machen. Ermutigen und Entschlossenheit.
Das ist natürlich klar. So, Diplomatie, das haben wir uns alles angeguckt. Charakterringe haben wir uns auch angeguckt. Nutztierferch ist fertig. Baumeister. Oh, Einkommen aus Industrie, verwaltete Komturei. Ist für einen Verwalter ziemlich gut. Nehmen wir erstmal so mit. Und ich glaube, Tachi ist jetzt wieder zurück, oder was? Wenn ich so die verstanden habe. Nee, der kommt gerade wieder zurück, okay. So, die Frage ist, würden wir denn jetzt schon immer noch eine klappe Niederlage? Seht ihr das? Seht ihr das? Wir müssen also immer noch, ja, die Belagerungen fortsetzen. Aber sie verhungern im Grunde genommen jetzt im Moment. Kann dann das nächste Runde wieder angreifen? Was willst du machen, ne? Wir haben zum Glück noch Militärvorräte. Das ist also jetzt nicht das Problem. So, Handelshafen wird noch gebaut. Behai können wir jetzt was bauen. Da würde ich jetzt die Stadt ausbauen. 3000 kostet sie. Damit machen wir nur 1000 plus. Mann, 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 Mann. Holzplatz und das andere Land können wir nicht weiterentwickeln. Wie lange ist denn noch unser... Achso, wir können mal gucken. Also wir können auf jeden Fall schon eine Menge Leute sehen. So ist nicht, aber... Frieden geht nicht, nicht anderes Pakte gehen nicht. Wie lange ist denn noch mit Liu Bei eigentlich noch 2 Runden lang? Geben wir noch 10 aus. Und wir kriegen ja von denen... Ah ne, wir zahlen ja nur noch 300, stimmt. 312 an Tribut. Das kriegen wir dann auch zurück. Also dann sieht die Wirtschaft schon wieder gar nicht so schlimm aus. Wir gucken mal. Ist natürlich auch alles hier beschädigt, das ist klar. Ja, ansonsten können wir im Moment, glaube ich, nicht viel machen. Ja, Liu Bei ist jetzt auf dem... Oh, Liu Bei ist jetzt auf dem Wasser und da kommt Don Ming. Und da kommt Don Ming. Und das könnte jetzt natürlich hart gewesen sein. Nicht anderes Part. Dafür hat Liu Bei den Handel mit Unterstützung gefordert. Nee, Unterstützende nur für nicht anderes Part. Die sind mir zu viel wert. Sorry. Liu Bei hat übrigens gewonnen den Don Ming. Das ist natürlich Wahnsinn. Und die Armee ist fast tot, ne? Das wäre natürlich jetzt Wahnsinn. Wir müssen nochmal. Wir müssen nochmal kämpfen. Sie haben wieder eine gute Chance. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Jungs und Mädels. Aber er hat nur noch einen Heerführer. Wir müssen den Heerführer schlagen. Chinas Willen müssen die Feinde fallen. Die Luft wird kühl. Oh, geht's los hier. Redet nicht über Krieg. Zieht das schwer. So, gleiche Taktik in Spee oder was? Würde ich sagen. Die hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Machen wir so. Duelle machen wir aus. Dann wieder, achso, wieder die Kavallerie, aber die hat ja gar nichts mehr momentan. Als Nummer 2. Dann wieder die Bodenschützen, die halt noch ganz viel, relativ viel Leben haben, muss man dazu sagen. Diesmal, nee, ich würde sie gar nicht so weit fächern, das bringt nichts. So, das als Nummer 4. Und der Rest als, tut euch mal die vordere Stoßtruppe an, das hat gar nichts. Ja, das ist ja wirklich überhaupt nichts. Ja gut, also, wir werden es wieder so machen. Wir werden alle hier oben hin bewegen. Das Gefecht starten, halten und dann... Diesmal werden sie natürlich ein bisschen früher, wahrscheinlich ein bisschen früher kommen. Wir müssen unsere Bodenschützen diesmal noch mehr reinhauen. Mehr! Feindliche Verstärkung kommt! Ja, sie kriegen halt nochmal ein paar Leute, die Garnisonstruppen. Wir müssen ja halt eigentlich nur Zeit schinden, bis unsere Bodenschützen halt genug Schaden gemacht haben. Also unsere Bodenschützen machen schon relativ viel Schaden. Und wir müssen sie einfach nur auf offene Feld locken, sie irgendwie ein bisschen abhalten. Sie haben aber komischerweise wieder einen Heerführer dazu bekommen. Level 4 Stratege. Fast unten Level 1 dann nochmal. Wo haben sie die denn her? Das frage ich mich im Moment. Hier haben wir zum Glück keine Ausrüstung. 21.000 Leben, 43.000 Leben und er hat 14. Wir müssen auf jeden Fall auf ihn gehen, das ist klar. Und das Ding ist, warten sie im Moment. Ich glaube, die warten im Moment noch nicht mal auf die Unterstützung. Das ist natürlich der Zeitpunkt, um auch anzugreifen. Laufen die immer noch weiter voran.
weiß nicht, ob die auch bloß Bogenschützen haben. Ja, sie müssen versuchen, auf ihn auf jeden Fall zu gehen, weil das ist der Hauptstratege. Ich weiß nicht, woher die jetzt schon wieder irgendwelche Leute haben. Gucken wir mal die Reichweite von den Bogenschützen an. Da ist noch ein bisschen zum Glück. Ja, noch ist auf jeden Fall. Und nochmal einen Meter ran, bitte. Also wir müssen sie auf Deutsch niederschießen. Da wird es natürlich draufgeballert ohne Ende, das ist klar. So. Ich wollte sie nur ein bisschen rauslocken. Und werdet vergessen. Spart euch die Luft. Ihr werdet sie brauchen. Die feindlichen Krieger rennen. Ha! Achtung, Krieger! Kavalleristen! Tut euch schwer. Braucht ihr Hilfe? Ist das alles? Kommt, gebt euer Bestes! Die Stangenwaffen bereit machen! Achtung, Krieger! Geschosse abschießen! Bogenschützen, haltet euch bereit! Schwertkämpfer, bereit! Ich stehe jetzt mal mit den ganzen Schwertkämpfern. Formieren! Der General braucht Hilfe! Immer wieder scheitern. Für diese ich glaube, unsere Kavallerie ist gerade weggerannt, oder? Ja, wir rennen doch mal raus mit der Kavallerie. Seht, wie sie rennen. Feige. Jetzt mit ihnen aus. Was hat er noch? 28.000 Leben. Er muss ja auf jeden Fall raus und die Kavallerie muss raus. Das ist ja auch der ganze Sinn daran. Hier brennt es natürlich jetzt erstmal komplett. So, die Speerkämpfer müssen auf jeden Fall weg. Und dann machen wir den ersten Nahkämpfer da auf jeden Fall weg. Gerechtigkeit getan. Schweigt und sterbt. Seht, wie sie rennen. Feige. Bewegung. Vernichtet sie. Schwerter. Bereit machen. Bogenschützen. Antreten. Abschuss. Ja, was haben wir noch? Wir haben nicht mehr viele Pfeile. Der feindliche General war uns nicht gewachsen. Sehr gut. Sehr gut. Also.
Die 2 geht darauf. Die 3 geht volle Kacke hier drauf. Die 4 geht da drauf. Und die 1 geht da drauf. Das ist jetzt unsere Taktik, Jungs und Mädels. Volles Rohr drauf. Können auch dennoch von hier aus sehen. Ey, ich muss mich gerade. Also, das ist ja eine ganz schön knappe Sache hier, weil die haben halt noch Munition und wir halt nicht mehr. Euer Bestes reicht nicht aus. Ja, die Kavallerie da drauf. Ob wir auch erstmal auf den gehen können. Logischerweise. Unser Sieg ist nah. Okay, jetzt sieht's wieder gut aus. Jetzt müssen wir aber versuchen, ihn umzubringen. Er hat jetzt noch 11.000 Leben und sie noch 3.000. Aber er ist wieder unglaublich schnell weg, aber sie wird, glaube ich, sterben. Die jetzt nochmal auf die Einheiten. Für die Einheiten vielleicht komplett irgendwie auslöschen wenigstens. Na, mit Kavallerie kann man dann natürlich immer ans Loot hinterher. Den Heerführer werden wir nicht mehr kriegen. Wir können wenigstens noch die ganzen Bataillone platt machen und das werde ich jetzt auch machen. Sonst greifen die uns nächste Runde wieder an und wieder an. Anscheinend haben sie ja gerade 2 neue Heerführer einfach so eingesetzt. Und nachher machen es dann irgendwann die Heerführer. Die werden dann irgendwann unsere Armee, die so zerschunden ist, werden sie irgendwann einfach nur umbringen. Deswegen hoffe ich einfach, dass wir das jetzt so hinkriegen. 54 Leute sind da noch drin. Das sieht noch mehr aus an sich. Einer ist es, ne? Achtung, tötet sie! 42 Bodenschützen hier drüben noch. Hier haben wir noch 47. Kavallerie, antreten! Nicht nachlassen! Sonst kriegt er das hier hin. 27 noch. Ich will es jetzt mal nicht schneller machen, weil, wie gesagt, ich habe immer ein bisschen Schiss, dass es da abschmiert, das Spiel. 19, 18 sind es hier noch. 22 hier. Ja, der Rest, glaube ich. Ich glaube nicht, dass hier noch was umbringt, oder? Die laufen mir wahrscheinlich auch nur hinterher. Ah, doch, die machen immer mal wieder ein paar Bodenschützen. Nicht nur 848 Bodenschützen noch. Natürlich unglaublich viel. 4 Speerwachen, okay. 144. Wie gesagt, man kann damit einzelne Bataillone auch umbringen, so ist es nicht. Marschiert schnell. Angriff. Sieht's hier aus. 3 Bodenschützen noch 2. Ja, ich denke mal, wenn die fertig sind, werden ja auch keine Gefangenen gemacht hier, ne? Wenn die fertig sind, dann gucken wir uns hinten das nochmal an. Komm, radiert das ganze Bataillon bitte aus. Wie sieht's hier aus eigentlich? Seid ihr immer noch nicht fertig? Das ist ein einzelner Typ. Jungs, kommt. Achtung, Bogenschützen! Achtung! Jetzt habt ihr einen. Gut. So, Jungs, dann gucken wir uns nochmal hier die Bogenschützen hinten an. 144 oder so waren wir jetzt letztens. 123, komm. Ne? Reicht. Wieder 20 nochmal umgebracht. Ja, der eine General hat halt 92, der neue. 92 Einheiten von uns umgebracht. Das war eigentlich der, der irgendwas gemacht hat. Der Rest gar nicht so sehr. Und bei uns, wir haben halt, also das war, glaube ich, relativ gut, wie wir hier gewonnen haben. Sie sollten nicht mehr fair. 290 zu 736. Das sind ja, oh, und jetzt können wir sie natürlich, wir können nichts Wertvolles stehlen, leider. Wir könnten sie einsetzen mit einem Grundgehalt, aber wir brauchen sie nicht. Wenn wir sie freilassen, kriegen wir 300. Das werden wir jetzt auch machen. Wir haben keine. Und wir können sowieso, guck mal, wir haben ein paar Einheiten dafür verloren jetzt gerade. Machen natürlich nochmal Lösegeld. Wir müssen jetzt aber angreifen, Leute. San Yang hat mit Liu Frieden. Don und Sam mit der Rebellion hat Krieg erklärt, okay. So, und jetzt müssen wir angreifen. Also so langsam
Der jetzt langsam gewinnen wir auch nochmal und dilidieren. Die hatten jetzt, glaube ich, noch 99 Leute, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, 99 Leute. Wir haben wieder Bataillone verloren. Aber ich meine... Oh, noch was bekommen. Und wir besetzen das Ding auch ganz klar. Zack! Und haben damit wieder eine Hafenstadt und haben vor allen Dingen generell einfach eine Stadt. Müssen natürlich jetzt reparieren ohne Ende, weil wir haben ja belagert. Umbauen können wir es noch nicht. Okay. Dann kommunale, was ist das denn? Müssen wir dann auch umbauen? Ich tue mir das immer gerne mal so ein bisschen an, weil das halt teilweise auch so eine Sache sind, wo du sagst, reißt es einfach ab, wie das Ding zum Beispiel. Weil es gibt halt bestimmte Gebäude, die sind halt wieder komplett gegen euren Stamm sozusagen. Und damit könnt ihr wieder nicht anfangen. So, Jungs. Wir haben sie eingenommen. Ah, und sie haben aber noch den Tempel. Und wahrscheinlich, weil sie noch den Tempel haben, können wir jetzt schon wieder nicht handeln. Sehe ich das richtig? Doch! Können wir! Handelsabkommen mit Liu Dai. Das, was wir haben wollen. Und wir haben... Ah, nee, wir wollten ein Handelsmonopol mit Liu Dai. Verhandeln. Aushandeln. Kriegen wir leider nichts mehr dazu. 0,6 bringt gar nichts. Zack. Nicht anderes mit Liu Dai würde ich halt auch gerne machen, aber ist halt nee. So, Jungs, und jetzt haben wir die Stadt geholt. Das ist doch mal was. Winter ist halt gerade, ist halt relativ schlecht, aber das ist okay. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Ach, die Garnison hier immer ständig. Oh, die haben sogar gute Bodenschützen, die Garnison. Wahnsinn. Also, was heißt gute? Bessere als die Standardbodenschützen. Ja, und was bringt uns das im Moment eigentlich? Minus 4 auf Handelsmonopol, Marktkräfte. Minus 4. Keine Ahnung, was es heißt. Aber 25% mehr Handelseinfluss. Erhöhung 10 durch Handelserpressung, Verringerung. Ah, okay. Also die minus 4 heißt einfach nur, dass wir minus 4 kriegen, weil wir jetzt. Wir machen 10 plus und machen minus 4 sozusagen. Ich verstehe, wir brauchen also mehr Handelspartner, damit wir diesen Handelsmonopol auf Aufrecht erhalten. Quasi. Und was bringt uns das, wenn wir hier weiter voranschreiten? Mehr Handelseinfluss einfach nur. Okay, verstehe. So, Nahrung machen wir auch minus. Klasse. Liegt aber auch daran, dass wir zum Beispiel das Nahrungsgebäude hier drinne, was jetzt, also zwei Nahrungsgebäude hier drinne, dass die beide repariert werden müssen. Ich würde sagen, damit ihr das mal seht, wie es dann repariert aussieht, gehen wir mal hier weiter. Don Ming, dass jetzt Liu Bei uns die Don Ming-Armee natürlich weggenommen hat. Ah, die, ja, oh Gott, und da kommt Yuan Shu. Yuan Shu ist natürlich hart. Wenn der mit seiner Armee ankommt, dann war's das. Und dann sage ich, wie es ist. Das war's. Cao Ying und Wang Lang haben jetzt Krieg. Okay. Fraktionsnachfolge. Gebäude, Getreidesilo. Okay. Und nochmal eine Unterstützung erhalten. Alter. Das können wir nicht verteidigen. Und die werden zu uns kommen. Es ist leider Gottes wie das Amen in der Kirche. Ja, das müssen wir auf jeden Fall umbauen. Kostet 420 sofort, aber wir kriegen sofort mehr Einkommen. Und wir haben genug Einkommen im Moment. Das ist das Positive daran. Ja, wir können auch mal gucken, wie viel Handelseinkommen wir jetzt eigentlich haben. 892. Das ist doch schon mal was. Können wir jetzt nochmal irgendwas machen? Untertänigkeit anbieten, das können wir machen. Nee. Oh! Nicht anderes Pakt mit Fan Lian. Also da irgendwo. Können wir machen. Achso, einfach nur so. Na gut, machen wir. Sieht wieder gut aus. Ne? So, Frieden mit Yuan Shao. Das müssen wir jetzt irgendwie aushandeln. 11,5. 20,7. Wir können ihm natürlich irgendeinen Rotz anbieten. Das ist eigentlich ein super Verwalter. Aber wir können ihnen zum Beispiel diese Tonsachen anbieten. Die brauchen wir jetzt im Moment überhaupt nicht. Das sind die Standarddinger. Das ist wenigstens Bronze. Das ist zwar das gleiche, da behalten wir lieber das Äffchen. Da sind wir nur noch bei minus 10, was wir hier zum Laufen bringen können. Wir können ihm Nahrungsmittel fordern. Ja, wir können ihm auf jeden Fall nichts anbieten, würde ich schon sagen. Regelmäßige Zahlungen leisten können wir.
Die Frage ist, wie viel? Das wird teuer. Wir müssten ihm, wenn ich das richtig sehe, jede Runde 1075 geben, damit wir einen Frieden kriegen mit ihm. Einen Frieden. Wir müssen es machen, Leute. Wir müssen es tun. Geht nicht anders. Don Ming ist okay und Tao Ying ist an sich auch okay. Wir brauchen aber den Frieden mit ihm. Geht nicht anders. Weil wir müssen irgendwann mit ihm nämlich auch ein Handelsbündnis machen. Das ist eigentlich der ganze Punkt da dran. Also weiter in Süden will ich nicht unbedingt. Den Tempel könnten wir einnehmen. Oder. Ach so. Das gehört auch noch Tao Ying und noch ein Ackerland. Aber die Kleinstadt gehört dann wieder Wan Lang. So Peng Cheng irgendwo hier oder sowas. Aha, gehört denen. Okay. Na gut, na gut, na gut. Wie viele Runden haben wir denn jetzt immer noch wegen der Nahrung das Problem? Eine wahrscheinlich. Ja, genau. Also nächste Runde kriegen wir eh wieder 300 Einkommen mehr. Plus unsere 10 Nahrung zurück. Was auch schon mal ein Riesending ist. Und ich würde sagen, da wir wieder Überlänge haben, hören wir erstmal auf. Sehen uns nächste Runde wieder. Wir haben es erstmal so weit gebracht. Wie gesagt, unsere Einheiten sind jetzt relativ angeschlagen. Ne? Haben uns aber schon von den Level her ein bisschen hoch entwickelt. So ist nicht. Aber sind natürlich noch Dreckseinheiten. Ne? Aber wir haben jetzt die nächste Stadt, weil mehr. Brauchen dann irgendwann die Eisenmine. Die Eisenmine müssten wir ihm halt mal abnehmen, weil die Eisenmine halt unglaublich viel bringt. Logischerweise, aber der Fischereihafen auch. Wir müssen halt mit Nahrung versuchen, jetzt ein bisschen was wegzunehmen und ihm die Gebiete hier, Liu Bei, die Gebiete wegzunehmen. Städte werden sehr schwer werden, aber auf jeden Fall diese anderen Gebiete, das geht schon. Gucken wir mal, wie viel die Eisenmine wert ist und wie viel der Fischereihafen wert ist. Ob wir eins der beiden Sachen bekommen. Und dann, also Fischereihafen wäre jetzt super, weil wir noch mehr Nahrung kriegen und damit nach 10 Runden mehr Nahrung haben, um zum Beispiel die Eisenmine zu kaufen. Ja, und Liu Bei, ihr seht selbst, hat zwei Armeen. Ja, hat eine Armee, die hier unten eben, wo im Wasser lang fährt, und eine zweite Armee. Also die sind einfach stärker. Und da müssen wir halt auch hinkommen. 10 Runden müssen wir jetzt sowieso durchhalten, weil wir 1000, über 1000, 1075, glaube ich, zahlen an Yuan Shao für den Frieden. Das ist natürlich bitter. Also 10 Runden heißt es erstmal durchhalten mit unseren 800 Einkommen oder nächste Runde dann ungefähr 1100 Einkommen oder so. Müssen wir mal gucken, was haben wir ja eigentlich eingenommen, da können wir mal drauf gehen. Wir haben eine Stadt eingenommen mit sehr viel Nahrung, aber ist okay, wir haben wenigstens 4 Bauplätze. Wir haben einen Hafen, also ein Spezialgebäude hier sozusagen eingenommen. Das ist der Hafen. Im Moment darauf ausgebaut, dass wir, also es gibt quasi, der erste Ausbau ist quasi voll auf Nahrung zu gehen. Ne? Gibt ein bisschen Einkommen, Handel und voll Nahrung. Das andere bringt halt so ein Mittelmaß, ne? Also mehr Einkommen aus Handel und halt Nahrungsproduktion. Und das letzte ist halt der komplette Handelshafen. Ne? Bringt aber vor allem was, wenn du mit Gewürze handelst, aber auch für uns Handelseinfluss wieder sinnvoll. Also ich denke mal für uns, ja, wir bräuchten aber Gewürze. Das ist das Problem. Das haben wir nicht. Und das werden wir auch so schnell nicht bekommen. Dann ist halt die Frage, was von beiden wir machen. Also mehr Geld wäre auf jeden Fall der Handelshafen. Ne? Aber auch da wieder die Frage, wo müssen wir hinforschen? Das ist relativ easy zu forschen, würde ich mal sagen, ne? Das kann man ja mal bald erledigen. Zum Beispiel auch diese Runde übrigens. Okay, alles klar. Wissen wir mehr? Bis denne.